Guten Morgen, liebe Sorgen, guten Morgen, liebe Sorgen. Hier rumpelt es noch ein bisschen auf dem Schreibtisch. Ich starte heute ganz klein bisschen später, versuche ein bisschen fitter zu sein. Es ist kalt auf dem Balkon gewesen. Hui, da habe ich aber dumm geguckt. Kurt hilft uns. Himbeere, der große Bauer. Himbeere habe ich probiert, weil ich dachte, es muss alles mal so ein bisschen geknuspert werden. Erfüllt die Erwartungshaltung, muss ich mal so sagen. Also ich bin nicht so der Himbeer-Fan, habe ich festgestellt. Es gibt von ba der große Bauer wesentlich bessere Joghurts, nur mal so nebenbei gesagt. Das ist aber auch nur so das Thumb, das ich dann halt hierbei immer mal wieder so ein bisschen vorstelle, weil ich halt da auch immer so ein bisschen eine Vlog-Geschichte mit einbaue in meine Geschichten, die ich so präsentiere. Und es wird früher hell, das heißt, ich werde wahrscheinlich zu der Birdie Cam zurückkehren, also mein Vogelhäuschen mal präsentieren und so ein bisschen Wood hinter dem Fenster. Dazu gibt es nämlich hier eine Neuigkeit. Ich habe nämlich hier dieses Reh drüben auf dem anderen Grundstück supi-dupi toppi filmen können. Und das ist halt etwas, was man dann eventuell, wenn man hier den Videos folgt, dann halt immer gelegentlich vielleicht nochmal erspähen kann, wenn es da denn draußen unterwegs ist, zusätzlich zu den Vögelchen. Das ist hier in Herzberg am Harz so. In Herzberg am Harz sind halt irgendwo so ein Stück weit die Rehe unterwegs, hinter den Häusern sogar, dass man die da begutachten und gucken kann. Wir wollten jetzt allerdings wieder dazu übergehen, hier uns mit Wayfarer zu beschäftigen. Wir sind bei 85, bin ich stehen geblieben. Wir gehen einfach mal in die Bewertungen, aber ich habe noch eine andere Geschichte, die ich ganz kurz präsentieren sollte. Könnt ihr euch an diese Nachricht erinnern? Es gibt ein Chor. Schreibt da jetzt überhaupt gar nicht. Was hast du denn für ein blödes Problem hier? Machen wir das so, das Chor-Abo. Wie schreibe ich das hier? Es gibt ein Chor-Abo für Ingress. Und davon halte ich nicht so super viel, weil man da, glaube ich, nicht so die Feature bekommt, die man so da tatsächlich gut gebrauchen kann. Bei Wayfarer ist mir aufgefallen, dass es so, sich so verhält, wenn man seine 14 Einreichungen hat für neue Wegpunkte, Portale in Ingress, dann sind die relativ schnell aufgebraucht. Wenn man also irgendwo Geld verdienen will an Niantic-Stelle, würde ich empfehlen, einfach in dem Online-In-Game-Shop anzubieten, Einreichungen zu kaufen. Das würde auf jeden Fall Nachfrage haben, schätze ich mal. Und was auch noch gut wäre, wenn man Upgrades kaufen könnte. Und zwar zwei unterschiedliche Arten von Upgrades. Man könnte das so machen, dass man sich halt in einem Bundle 10, 50, 100 Einreichungen zusätzlich kaufen kann. Kann bei einer langen Wanderung halt ganz sinnvoll sein, wenn man da sehr viel einreichen möchte und diese Strecke halt nur einmal läuft, dass man das halt abhalftern kann. Was halt auch insgesamt sehr cool wäre, wäre auch für die Leute cool, die dann halt darüber Pünktchen sammeln wollen. Und Upgrades, da haben wir ja zwei unterschiedliche Upgrades, die möglich sind. Das sind Upgrades für, um aus der Warteliste zu kommen und einmal für die Prüfung, dass sie halt verstärkt vorgelegt werden. Und die könnte man beide, also man könnte Upgrades kaufen und das dann sollte so eingerichtet werden, dass man das für beides einsetzen kann. Also dann hier dann quasi zwei Upgrades investieren kann, um hier direkt in die Bewertung zu kommen. Und das würden Leute wahrscheinlich auch bezahlen, schätze ich mal so. Wenn man dann halt irgendwie eine Gegend hat mit vielen Infotafeln und man möchte die dann auf dem Scanner sehen, dass man hier dann Einreichungen kauft, um alles einreichen zu können bei einer Tour. Und dann die Upgrades, einmal einen Upgrades für die Warteliste, damit man da direkt in die Prüfung reinkommt.
Und dann könnte man innerhalb der Prüfung seine Einreichung noch priorisieren. Das wäre zusätzlich noch ein Bonus, wo die Leute wahrscheinlich Geld für ausgeben würden. Ne? Und vor dem Hintergrund denke ich, hat Niantic da ein Potenzial. Das hätte man, also das Core-Abo hätte man sich schenken können, aber man hätte dann über diese Geschichte möglicherweise da ein paar Euro verdienen können. Was sie mit dem Geld anfangen wollen, weiß ich natürlich nicht. Ich hoffe, dass sie da die Spieloberfläche so nach und nach vielleicht mal ein bisschen ausbauen und verbessern oder sowas in der Art. Ich würde, wie gesagt, dann eher auf die Wayfarer-Schiene setzen, weil das so der Punkt ist, bei dem sich die Leute dann langfristig halt auch so ein bisschen engagieren und so. Und natürlich ohne Garantie, das muss man natürlich dazu sagen, ohne Garantie, dass die Wegpunkte zur Entstehung gelangen. Das heißt, wenn du dir ein Homeportal erstellst und deinen Schuhschrank ablichtest und das einreichst und dafür Geld bezahlst, dann halt quasi, weil deine Einreichungen, die du sonst hattest, schon aufgebraucht sind und dann das auch noch priorisierst über gekaufte Upgrades und nicht auf Wayfarer aktiv bist, dann hast du einfach Pech gehabt, weil dein Schuhschrank wird dann abgelehnt werden. Ne? Das wäre dann halt so die Option, die man da wählen sollte, um da vielleicht auch ein bisschen die Leute zum Nachdenken anzuregen. Ne? Trinkt heiße Getränke, es ist arschkalt draußen am Tag der Aufnahme. Heute ist der 14. Valentinstag. Ich wünsche allen einen schönen Valentinstag. Wir steigen in die Bewertung ein und gucken mal, was abgeht. Spielplatz am Seltenrhein, da haben wir hier. Spielplatz für Kinder unter 12 Jahren, Benutzung auf eigene Gefahr. Hunde fernhalten, kein Fußballplatz, der Stadtdiktator. Okay, hier sehen wir den Spielplatz. Und das ist natürlich gleich eine sehr schöne Einreichung. Oh, den Duplikat erstellt. Wie traurig. Weil da ist nämlich der Spielplatz schon eingereicht und der ist auch mal daneben gesetzt. Der befindet sich sogar schon auf Google Maps. Den hätte ich ansonsten nämlich dazu addiert. Wir gucken mal. Ich zeige ja bei diesen Videos auch immer mal ganz gerne wie man Maps verbessern kann. Und da könnten wir mal ein bisschen gucken, ob wir hier soll 1000 Jahre noch irgendwas stehen. Schauen wir mal, kann das da sein? Das ist dort. Das sieht man da. Das ist wie fotografiert. Gucken uns das Bild an. 1000 Jahre Heerde Münden. Da geht eine Straße entlang. Das ist von hinten fotografiert. Da ist ein Geländer dabei. Zeigen. Ich kann hier gar kein Geländer erkennen, ehrlich gesagt. Das lassen wir mal hübsch sein. Friedhofskapelle, Statue. Ein Mahnmal gegen Krieg und Gewalt. Da könnten wir vielleicht zeigen, dass man hier auch Maps verbessern kann. Das ist eine Blutbuche. Ich habe das schon eingereicht, sehe ich gerade. Müsste ich schon eingereicht haben. Da bin ich mir eigentlich fast sicher. Was haben wir da? Hedemünde Kreisel, Mahnmal von 1896. Lassen wir alles sein. Das hier ist ein Duplikat. Das haben wir eben gerade schon schön feststellen können. Dann schicken wir das halt mal darüber nach Hause. Das Bild wird hier geaddet zu dem Spielplatz dann. Es gibt 500 Punkte für die Ingress-Spieler. Fotos einreichen ist immer eine gute Methode, um als Ingress-Spieler Punkte zu sammeln. Vor allen Dingen kann man dann ja auch bei den unterschiedlichen Portalen diese immer up and down voten, auch saisonal zum Teil, um die auf die Spieloberfläche zu bringen. Der ist da oben, Spielplatz Kalden ist eingereicht. Da hast du ein Stinkskopf, das kann mich auch dran erinnern. Wo ist das? Steinkistengrab. Ist das schon? Das können wir da nicht vor. Ist das Steinkistengrab dort? Das ist dort. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier Google verbessern können. Steinkistengrab ist eine Sehenswürdigkeit. Galeriegrab Galden hat schon eine Google-Location. Herzlichen Glückwunsch. Da müssen wir uns da auch nicht drum kümmern. Das lassen wir. Hier bei der Hexe, privates Grundstück viel zu klein, ist nicht der Mega-Brüller, dass ich da sagen würde. Da geht man nicht hin und sagt dann deinem Kumpel, hey komm, wir gucken uns mal diese komische ausgeschnittene Hexe über dem Eingang an, auf dem Grundstück, wo wir gar nicht herantreten können. Das hier ist hingegen wiederum ein Wegpunkt, eine Informationstafel über Veranstaltungen, ein Hinweisschild. Und da gucken wir mal, ob das denn auch da ungefähr sein kann. Hier hast du einen Pfarrhof, Katharinenkirche, das Ganze scheint dort zu sein. Von den Zuwegen her, wir sehen nämlich hier, dass hier der Weg hochgeht vom Pfarrhof aus. Das heißt, wir haben hier
einmal eine Treppe, einen Aufgang, ein Häuschen, Dachluke und eine relativ große Terrasse davor. Das ist dort. Das heißt, hier können wir auch 5 Sternchen geben. Wunderbar. Was haben wir sonst noch am Ort? Hier haben wir Gedenktafeln. Die befinden sich auch in unmittelbarer Nähe der Kirche, hier oben irgendwo. Gedenktafeln. Können die da irgendwo sein? Wie sehen die denn aus? Kann man relativ schwer verorten, ne? Vom Foto her betrachtet. Aufrufen. Naja, die sind aber nicht. Da wüssten wir auch nicht genau, was das ist. Deswegen lassen wir das auch hübsch sein. Haben wir irgendetwas, was wir euch auf Maps eintragen können, um den Leuten zu demonstrieren, dass man auf Wayfarer gleichzeitig sehr schön als Google Local Guide unterwegs sein kann? Spielplätze sind immer so ein bisschen No-Brainer und befinden sich aber häufig auch schon auf Maps, ne? Das ist dann halt so eine Geschichte, dass man da auch einfach dann so ein bisschen Pech haben kann. Aber hier sehen wir einen sehr schönen Spielplatz und da gucken wir auch jetzt einfach mal bei Google Maps, ob man den eintragen kann. Wenn man nämlich hier auf der Karte unten auf das Google-Emblem klickt, gelangt man direkt zu Google Maps in dem Kartenausschnitt. Auf Google Maps kann man hilfsweise, das hilft auch für Wayfarer, hier unten die Bilderleiste aufrufen, um bei der Lokalisierung eventuell noch weitere Hinweise zu finden. Es lohnt sich auch immer, wenn hier Locations auftauchen, die Locations aufzurufen und dort die Bilder zu checken, weil man dann manchmal durch Schaufenster hinaus oder so doch den Wegpunkt sehen kann. Und auch hier steht einem Hackman zur Verfügung, wenn man da was gucken will. Wir wissen sicher, dass hier ein Spielplatz ist, weil wir die Spielgeräte erkennen können. Dann macht man hier Rechtsklick und fragt zunächst, was ist hier? Weil man natürlich keine Duplikate auf Maps produzieren möchte. Und dann macht man das so, dass man hier den fehlenden Ort hinzufügt. Da schreibt man dann einmal, ich war eben gerade die ganze Zeit draußen, deswegen habe ich ziemlich klamme Finger, Spielplatz. Lübecker Straße. Das Ganze ist ein Spielplatz. Und dann gucken wir mal, ob wir Lübecker Straße in einem Wort, das sind zwei Wörtchen. Wir gehen auf die Satellitenansicht. Wir gehen immer noch mal auf die kleine Karte. Gehen auf die Satellitenansicht, scrollen da richtig rein. Und packen den Pöppel auf Maps immer genau auf den Standort. Ne? Und da gibt es keine Verschiebungen, wie das bei Wayfarer manchmal der Fall sein könnte. Hier nicht. Und da immer genau drauf. Und hier machen wir bei Lübecker Straße natürlich, da teilen wir das auf, damit das dann halt auch schön ausschaut. Und gehen hier auf Senden. Und dann hätte man hier direkt einmal eine Google Location hinzugefügt. Gibt auch 15 Punkte als Google Local Guide, wer darauf Wert legt. Hier sieht es so aus, dass wir allerdings ein bisschen den Schwerpunkt auf Wayfarer legen wollen. Ich zeige das nur ganz gerne einmal am Video, immer ganz gerne, weil diese Geschichte dann vielleicht ein paar Leuten hilft. Das hier ist ein griechisches Restaurant, das hatte ich doch neulich schon in der Prüfung. Diese Figur ist lustig. Das ist so ähnlich wie die chinesischen Drachen. Ich hatte da mal eine Diskussion, ob man diese chinesischen Drachen vor den China-Restaurants, die kleine Brüder von Ronald McDonald sind, meiner Ansicht nach, denn als religiöse Skulpturen ansehen müsse. Hier haben wir eine griechische Amazonenkönigin, das ist immerhin eine Skulptur auch. Und man könnte natürlich sagen, weil das hier aus der griechischen Mythologie ist, auch eine religiöse Skulptur bei einem griechischen Restaurant. Hand aufs Herz, es ist ein Werbeaufsteller. Es ist ein Werbeaufsteller wie die goldene Möwe, wie irgendwelche anderen Dingszeichen. Das ist jetzt kein, das soll so ein bisschen Ambiente schaffen. Ja, ist aber was anderes als eine Skulptur von einem Künstler in einem Stadtpark jetzt zum Beispiel. Und bei diesen Skulpturen, genauso wie bei den Drachenfiguren vor den China-Restaurants, es spricht auch dagegen, dass es religiöse Skulpturen sind, weil sie nicht als religiöse Skulpturen behandelt werden. Da die sind nicht eingesegnet, gewidmet worden als religiöse Skulptur. Da finden keine in irgendeiner Art und Weise
geartete Gottesdienste statt, Andachten. Da geht niemand hin und bringt ein Opfer da oder irgendwie sowas in der Art. Also von daher sind das eigentlich Werbeaufsteller. Werbeaufsteller können allerdings in Ausnahmefällen, das ist meine persönliche Ansicht, alles, was ich sage, ist meine persönliche Ansicht, zu Wegpunkten werden. Und bei dieser größeren Skulptur, man sieht, dass sie also bis unter den Infokasten mit den Speisekarten reicht. Das ist also eine relativ große Skulptur. Hier ist das Foto ein bisschen blurry. Ich habe das gestern oder in einem Video zuvor angenommen. Ich lehne das jetzt über das Foto ab. Ehrlich gesagt, weil da muss man nochmal hingehen und das ein bisschen smarter aufnehmen, damit das dann auf die Spieloberfläche kommt. Diese China-Löwen und diese Skulpturen in einem Restaurant eignen sich nur ganz schlecht als Wegpunkt. Also eigentlich würde ich sagen, ablehnen, ne? Weil gerade diese China-Löwen und diese Götterskulpturen aus dem griechischen Restaurant, die sind irgendwie aus dem Katalog bestellt. Wenn man unterschiedliche Orte von denen aussucht, sieht man in der Regel, da gibt es natürlich auch Ausnahmen, dass sie alle gleich aussehen. Also von daher, ich weiß es nicht. Also ich würde es eher, wir lehnen das jetzt mal hier mal schön über das Foto ab und machen dann eine Runde weiter. Aber das ist dann nicht so der Mega-Brüller. Hier haben wir fliegende Gänse. Das ist ja hat einen Mehrwert als die Dings. Ist natürlich auch immer eine Abwägungsfrage, weil prinzipiell müssen wir uns überlegen, das hat jemand eingereicht, der seine Spieloberfläche an dem Ort, an dem er sich befindet, so gestalten möchte. Das ist der erste Grund. Ne? Also die Leute am Ort selber wollen das so, was dafür spricht, dass man sie durchwinkt. Und das darf natürlich nicht so komplett ausufern, dass wirklich dann eine Straßenlaterne, wo noch nicht mal Licht brennt, auf die Spieloberfläche kommt. Dann haben wir dann das Problem, dass wir manchmal bei diesen Spieloberflächen sehen, wir haben ein Gebiet mit relativ vielen Portalen, dazwischen ist nichts und dann schließen sich wieder Gebiete mit Portalen an. Und einige Spieler, die füllen diese Strecken dazwischen gerne mit Wegpunkten aus, damit die Gamer animiert werden, Strecken zurückzulegen. Und das ist ein legitimer Grund, meiner Ansicht nach, vielleicht nicht so die qualitativ hochwertigen Wegpunkte durchzuwinken, damit die Spieloberfläche angenehmer zu beschreiten ist insgesamt. Hier gucken wir uns mal die Strecke ein bisschen an. Hier hast du Häuser, hier hast du ganz viele Pöppelchen oben auf dem Dach mit Dachluken, die Strecke entlang, und das befindet sich nicht hier. Das sieht mir eher so aus, als ob das hier irgendwo sein könnte, aber nicht da drüben. Ist da ein fetter Garten davor? Da ist ein Garten davor. Wenn es hier ist, ist es völlig, ist falsch positioniert. Da suche ich jetzt auch nicht länger dran rum. Da muss man das dann genauer einreichen. Ne? Und das wäre natürlich super, wenn das Niantic das tatsächlich so machen könnte, dass man Einreichungen und Priorisierungen bei den Wegpunkten halt erwerben könnte im Online-Shop, im In-Game-Shop, weil ich glaube, dann denken die Leute auch ein bisschen mehr darüber nach, was sie einreichen, weil sie es im Endeffekt durchhaben wollen. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann werden die Leute ihren Stil ändern wahrscheinlich oder werden sagen, es ist ja jetzt toll, dass ich da so viel Geld finde. Alles, was man bei diesen In-Game-Shops im Internet ausgibt. Alles ist quasi wertlos. Das Geld ist quasi, kannst du verbrennen, kannst du. Ja, weiß ich nicht. Hier gucken wir mal bei Google, ob uns dann diese schöne 3D-Karte, die wir dann gleich präsentiert bekommen, vielleicht ein bisschen mehr über den Standort verraten kann, weil ich mir da jetzt morgen. Hier geht ein Weg rein, ne? Können wir hier sehen. Hier geht ein Weg rein. Spricht für einen Wanderweg in diesem Bereich. Hier ist auch Wanderweg irgendwie so ein bisschen. Hier ist auch wahrscheinlich so eine Stelle, wo man halt hinfährt, um von da zu starten. Das sind alles Indizien. Gehen wir ein bisschen raus, damit wir die Karte besser kippen können. Und dann gucken wir mal, was es da zu sehen gibt.
Da können wir nicht weiter ranscrollen. Wir sehen leider auch keine sonstigen Fotos auf Maps hinzugefügt. Hier bei dieser Geschichte. Und wir kommen nicht näher ran. Das ist ein bisschen doof. Da gucken wir mal. Dann machen wir die Karte wieder aus. Das bringt nichts. Hier soll dieses Ding sein. Was sehen wir denn sonst? Wir sehen hier eine Straße mit einer Leitplanke. Das ist wahrscheinlich an diesem kleinen Weg, aber in the Wood. Da geht die Straße entlang. Und es ist auf der Wanderkarte selber, haben wir den Standort vielleicht eingetragen. Zeig uns den mal. Okay, hier sehen wir eine Blurry-Karte. Der Standort wäre eingetragen. Normalerweise ist das der Trick. Hier sehen wir Standort. Und dann kann man den normalerweise ganz gut ablesen. Aber die Karte ist zu grob dafür, meiner Ansicht nach. Ein anderer Hinweis ist, hier sehen wir überall Wegpunkte. Deswegen sind Karten sehr wertvoll, weil wenn man die dann, wenn man vor Ort das vielleicht abfotografiert, dann kann man diese Punkte aufsuchen und man erhält häufig auch einen Hinweis über Titel und Beschreibung, die man verwenden kann. Kann man dann also sehr gut als Schatzkarte für die Games verwenden, um da unterwegs zu sein. Ich winke dieses Ding durch, weil diese Außenbereichsportale sind auch sehr gut, um da unterwegs zu sein. Ich setze es allerdings hier auf den Wanderweg, ehrlich gesagt. Weil da ist nichts. Aber hier ist ein Schatten, hier könnte das sein. Na, dann gehen wir hier auf Absenden und wird schon viel Spaß mit dem neuen Wegpunkt. Und schiebt euch den halt wieder zurück. Spielplatz am Lange Brücke. Das hier sieht mir aber aus, als ob das hier irgendwie so ein eingefriedeter Bereich ist und dass es überhaupt gar kein Spielplatz ist, der unbeaufsichtigt ist. Also mir kommt das vor wie so ein Spielbereich von einer Institution und hier sehen wir überhaupt gar nichts, was sein könnte. Das ist ja so ein Hinterhofspielplatz. Sehen wir hier Hinterhof. Ich glaube, hier gibt es keinen Zugang für die Allgemeinheit für Fußgänger. Ne? Auch, und es ist wahrscheinlich auch so, dass man keine Sichtlinie auf dieses Gemälde herstellen kann, auch von einem öffentlichen Bereich. Ne? Schicken wir dann auch nach Hause. Das wäre schön. Hier haben wir Pippi Langstrumpf Mural in einem Garten. Da kann man herantreten, man kann das dann betreten. Das reicht normalerweise aus, aber wir gucken mal, ob wir dieses Mural hier nochmal sehen können. Das können wir nicht. Wir hätten hier nämlich normalerweise einen Platz im öffentlichen Bereich, den man sicher betreten kann. Dann hätten wir einen Mural irgendwo hier. Keine Ahnung, wir können es ja nicht sehen. Also wir machen jetzt nur Theorie. Und das ist der Unterschied von Wayfarer zu Maps. Hier würde eine Sichtlinie reichen. Ne? Weil manchmal hat man ja auch Wandbilder, die hoch oben an einem Gebäude sind, wo man dann sagt, da kommt sowieso kein Fußgänger hin, aber es gibt einen Platz im öffentlichen Bereich und von da aus kann man das betrachten. Dann würde es funktionieren, auch wenn das hier ein privates Grundstück ist. Ne? Weil wir einfach wissen, dass die Spieler so vernünftig sind, dass da niemand über die Halde klettert, um sich mit Pippi Langstrumpf zu fotografieren. Ne? Also wir sind, also die English-Spieler oder so, die ich kenne, die sind sowieso alle älter und die sagen, die würden dann nie so solche Aktionen machen. Und ich glaube, dass es zum Teil halt einfach Hysterie ist, was man so zum Teil dann erlebt. Oder wenn man die Kriterien hysterisch auslegen will, kann man das natürlich ganz, ganz eng sehen. Hier ist es so, wir sehen jetzt zwar, dass es vom Bewuchs her in etwa hinkommen könnte. Hier ist so ein Strauch. Und hier hinten siehst du nochmal so einen Strauch, an dem könnte so vorbei, Foto könnte, hätte. Was hier, warte mal, wir können, letzte Chance, wir gucken mal. Hustet in die Armbeuge, bleibt gesund, trinkt warme Getränke, kommt gut durch den Winter. Wir haben leider auch kein Street-View-Foto. Ein Street-View-Foto wäre nochmal ein ultimativer Beweis gewesen. Aber hier nicht übereinstimmender Ort. Wir können es nicht korrekt verorten. Wir sehen es auch nicht nochmal. Funktioniert nicht. Kulturhaus Tanger Hütte. No-brainer. Zu DDR-Zeiten. Das hat also auch noch eine Geschichte. Hier hat sich jemand Mühe gegeben bei der Beschreibung. Das ist sehr, sehr cool. Weil wenn man da Sightseeing macht und sich das anschauen möchte, erfährt man sehr schön was. Wir sehen aber, das Kulturhaus hat es bereits auf die Spieloberfläche geschafft. Hier haben wir es nämlich, Kulturhaus Hanger Hütte. Wäre dann dementsprechend ebenfalls ein Duplikat. 500 Punkte für das Foto, für Ingress und ansonsten
Auch sonst viel Vergnügen. Kunstvolles Vogelhaus aus dem Baumarkt, das ist Massenware. In diesem Fall, es gibt größere Exemplare, die eine Art Skulptur darstellen können. Zum Beispiel bei uns auf dem Friedhof befindet sich eins, das ist Waypoint-würdig, weil es einfach größer ist und die Leute auch darauf hinweist, dass der Friedhof selber, da er öffentlich zugänglich ist, auch ein grünes Naherholungsgebiet in der Stadt darstellt. Mit natürlich sehr viel Grün und dementsprechend halt auch kleinen Vögelchen und so. Und dass das Ganze insgesamt gepflegt wird. Das kann man dann, wenn es ein entsprechendes Volumen hat, annehmen. Während normale Nisthilfen zum Beispiel lehne ich ab, weil die auch zu häufig Opfer von Vandalismus werden. Das hier ist aber Massenware und kommt dann dementsprechend auch nicht auf die Spieloberfläche. So sieht das nämlich aus. Das blaue Schaf. Hier haben wir ein blaues Schaf, das sich angeblich irgendwo vor einem Gebäude befinden soll. Hier ist noch eine lustige Brille aufgesetzt. Aber hier sehen wir kein blaues Schaf. Wo soll das sein? Das blaue Schaf. Das ist dann von daher auch nicht zu verorten. Wir können auch hier wieder auf Abbrechen gehen und sagen, an dieser Stelle sehen wir dein blaues Schaf hier irgendwo. Du sollst an diesem Gebäude sein. Gucken wir hier die Straße runter. Darüber. Da sehen wir diesen Eingang im Hintergrund. Wir sehen aber hier kein blaues Schaf. Hier ist so ein Pfosten, da hätte man sowas draufstellen können, um es zu fotografieren. Ne? Aber das ist auch der Pfosten. Das steht auf dem Pfosten, bei dem, wenn es nicht überhaupt per Photoshop in dieses Bild eingefügt wurde. Ja, das ist wahrscheinlich geshoppt, ehrlich gesagt. Weil das muss ja sogar ist über den Busch rüber. Ist das der Eingang? Ja, die Lampe ist auch da. Tja, keine Ahnung, ist nicht da. Man kann es nicht verorten. Könnte auch geshoppt sein, wir wissen es nicht. Also von daher nicht übereinstimmender Ort. Das funktioniert so nicht. Schäferweg. Schäferweg, genau. Eine Schäferosch. Feldweg, Feldmann, der Schäferhaus. Schäferweg. Waypoint. Lässt sich nicht verorten. Straßenname auf Google unbekannt. Baumzeile haben wir in beide, haben wir sämtliche Richtungen hier in diesem Bereich. Führt zum Schäferhof. Der Schäferhof ist der Wegpunkt, nicht dieses Schild. Das ist ein typisches Beispiel für Straßenschilder mit Informationstafeln. Der Schäfer wird dadurch zwar geehrt, aber Schäferwegschilder stehen am Anfang und Ende normal. Also Straßenschilder befinden sich an jedem Ende der Straße. Und wenn so etwas ist und es sogar noch eine Persönlichkeit von dem Ort ist, dann ist die Wirkstätte der Wegpunkt, aber nicht das Straßenschild. Straßenschild. Ich glaube übrigens, dass, ja, wie gesagt, zum Gedenken an Thorsten Hahn, das ist kein Widerspruch zu dem Straßenschild, was wir eben gerade gesagt haben, weil diese Gedächtnisbank ist ein Unikat. Das gibt es nur einmal. Dann machen wir das hier und sagen hier Gedächtnisbank. Gedächtnisbank kann unproblematisch auf die Spieloberfläche kommen. Da gibt es hier in der, das Objekt Gedächtnisbank, genau, das befindet sich dort nämlich. In der Ausfüllhilfe zum Beispiel schon direkt. Das hier dürfte die Gedächtnisbank sein, vielleicht sogar. Nee, die steht irgendwie mit dem Rücken zu den Bäumen. Vielleicht hier hinten. Wissen wir nicht genau. Das ist beim Friedhof irgendwo. Okay, da soll eine Gedächtnisbank sein. Wissen wir nicht genau. Ich gebe da mal zwei Sternchen und gehe dann auf Absenden. Viel Vergnügen mit dem neuen Waypoint, wenn er zur Entstehung gelangt. Hier haben wir das Problem, dass es einen Schriftzug darstellen.
Und der Pöppel wäre auch noch in dem Gebäude. Nee. Weder zugänglich, das hier ist ein Graffiti mit Tags. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Tags, Bilder, aber keine Dings. Spielbaum am Wendekreis. Nein, das ist ein Naturmerkmal. Es wäre super, wenn ich jetzt mal ein paar Dinger bekommen könnte, die man da auch unproblematisch durchwinken kann. Da hätte ich Spaß dran. Mensch, was ist denn das hier heute für ein Morgen? Gasthaus Schulze, Kegelbahn und Biergarten. Oh. Böveling für Gasthaus Schulze ist immer ein sehr schönes Ding, was wir hier dabei haben wollen. Wo haben wir es denn? Da haben wir, das hier ist mit, da kann man hinten draußen sitzen, da ist der Biergarten. Hier dürfte auch irgendwo die Kegelbahn sein, in einem diesem längeren, in einem dieser längeren Gebäude, vielleicht auch hier mit diesem Teil, wissen wir nicht genau. Ich glaube euch, dass das Ding da ist. Und es ist, wir machen das als Restaurant, kann damit auf die Spieloberfläche kommen. Wir haben erst ganz wenige. Das ist wahrscheinlich ein Treffpunkt. Optisch einzigartig, würde ich jetzt nicht so sagen. Gucken wir mal. Ich glaube euch, dass es da ist für vier. Wenn wir dann gerade dabei sind, was haben wir da? Kirche Ohrdorf, sehr schön. Und Kriegerdenkmal ist ein schlechter Begriff. Also ist meinem Empfinden nach ein schlechter Begriff. Für das Kriegerdenkmal befindet sich auch hier. Ich kann mich daran erinnern, ich glaube, ich habe das schon mal eingetragen. Wir können ja mal bei Google gucken. Hier befindet sich das Kriegerdenkmal. Das ist also schon falsch positioniert. Das hat wahrscheinlich jemand da hingesetzt, um da den nötigen Abstand zu machen, damit die Dinger zur Entstehung kommen. Diese Abstandsregelung sollte man auch abschaffen wieder. Das bringt nichts. Die Leute setzen die Wegpunkte immer nur komplett falsch. Das ist ein Kreuz, wenn man das dann eventuell für Google Maps verwenden möchte. Weil man für Google Maps für einen Eintrag noch ein bisschen mehr überzeugt sein müsste, das reinzunehmen. Hier haben wir auch wieder so einen Wegpunkt, wo man dann halt sagen kann, wir sehen auf dieser Karte hier ein Gebiet mit vielen Wegpunkten. Und wenn hier noch Wegpunkte entstehen, dann könnte man diesen Bereich und dann auch später auch hier runter quasi einen Rundweg kreieren an, mit Wayspots. Und vielleicht geht es dann irgendwann hier unten nochmal weiter, dann, dass man dann tatsächlich so im Kreis laufen kann. Das ist nämlich sehr angenehm, wenn man da irgendwie dann Cooldown-Zeiten beachten muss oder sonst irgendwas, kannst du da schön im Kreis laufen. Wenn dann auf dem Weg hier immer nochmal so ein paar Pöppelchen sind, wo man dann nochmal zocken kann. Das macht den Leuten Spaß, deswegen kann man dann hier jetzt zum Beispiel sagen, obwohl das nur so ein dummes Ding ist an so einem Haus, ne, was so eine Art Haltbarkeitsdatum ist eigentlich, das ist so von der Fachwerkzeit, haben die Leute immer das Baujahr an das Gebäude geschrieben, weil da organische Materialien verbaut wurden. Und dann wusste man in etwa, wenn man da erworben hat oder geerbt hat oder so, wie alt das Ding ist und wie lange das womöglich noch hält, ne, wie viel Arbeit da wohl drin steckt. Es gibt ja auch den schönen Spruch: Willst du jemanden ruinieren, schenke ihm ein Fachwerkhaus. Weil das sind ja im Grunde Lehmhütten mit Stöcken innen drin. Ne? Revolutionär vom Bauwesen her, weil man es sehr schnell immer anpassen konnte und so. Aber und man konnte höher bauen und mehr Leute konnten da leben. Man konnte dann halt über Generationen die Gebäude besser anpassen, aber nicht haltbar. Gut, dieses Nicht-Haltbar-Ding ist vielleicht auch. Hat die nötige Flexibilität gebracht, um auf die Bedürfnisse der Zeit reagieren zu können. Ne? Zack, weil manchmal hat man so Betonbauten, wo man sich halt denkt, wie werden wir die jetzt los? Ne? Haltestelle Pietzpool, Hauptknotenpunkt für den örtlichen Personennahverkehr. Da müsstet ihr aber schon ein Dorf sein. Ne? Wir gucken mal, wie das sonst so aufgebaut ist. Ich glaube, hier war ich schon mal. Ich kann mich an diese komische Skulptur bei mir hier erinnern. Das ist ein relativ kleiner Ort. Ich glaube aber nicht, dass das ein Treffpunkt ist. Obwohl, wenn hier eine Bushaltestelle ist, Dorfstraße, die könnte da vorbeiführen, die Dorfstraße. Weil wir nämlich hier. Gucken wir uns die Gebäude an. Hast du einfach nur Dächer, ne? Das restliche Interieur kannst du nämlich nicht sehen.
Dann wäre so eine Bushaltestelle im ländlichen Bereich eine Geschichte, bei der man sagt, es wäre hier runter fotografiert. Das heißt, du siehst diese, ja, das siehst du hier unten angeschnitten, das hier und dann das hier. Das ist wahrscheinlich da und es ist wahrscheinlich ein Treffpunkt für den Ort selber. Es ist eine Geschichte, die zur Entstehung gelangen kann, weil es ein kleines Dörflein ist. Ne? Vielleicht verlinke ich mal mein Video von der Bushaltestelle aus Lohnau im Harz hier in diesem Film nochmal. Dann kann man halt sehen, wie die, also das war halt so ein Platz zum Abhängen früher. Und das ist halt anders als eine Bushaltestelle in einer großen Stadt, weil das ein richtiger Treffpunkt ist. Da haben sich die Leute dann halt auch hingestellt und einfach geguckt, wenn der Bus gekommen ist, wer drin saß. Und dann ist der Bus weitergefahren. Das war so eine Art Zeitung, Nachrichten, News, irgendwie so ein Stück weit. Hier haben wir einen Baum in einer Hecke. Ja, in der Nähe gibt es ein Storchennest. Warum hast du das Storchennest nicht eingereicht? Hier ist das Storchennest. Sehr schön. Das hast du eingereicht. Das ist ein Top-Waypoint übrigens. Ja, das hier ist einfach nur ein Baum. Also da, das sind dann halt so die Dinger, da hört es dann halt irgendwann auf, selbst wenn du so eine Wegpunktkette erstellen möchtest, von einem Waypoint-Schwerpunktgebiet zum nächsten. Es geht nicht alles, was man da dann machen kann. Also ist es eine Abwägungsfrage, aber das geht nicht. Also Jugendraum geht natürlich ausgezeichnet. Das ist meiner Ansicht nach nicht unter den Ausschlusskriterium Kindertagesstätte fällt. Gehört zur Daseinsvorsorge, ist also so ein Ding wie Rathaus. Wir gucken mal, das Ding kann da sein vom Eingang her. Hier siehst du es. Ja, das ist es. Hier können wir es auch sehen. Oben drüber Hängematte ist ein schöner Begriff für ein Jugendheim. Kannst du so machen. Hier haben wir auch noch einen Basketball. Den Basketball-Ding sehen wir ja auch noch. Basketballkorb. Hier ist es jetzt, diese Jugendheime sind manchmal nicht auf Google eingetragen. Deswegen gucken wir mal. Jugendraum Hängematte steht sogar im Titel drin. Wir gucken das hier mal als Kopiergeschichte. Gehen zu Google und wollen wissen, ob der Jugendraum eingetragen ist, weil das natürlich auch mal Besucher anziehen kann von ferner her, wenn da Jugendraum Hängematte sehr schön ist eingetragen. Das hier ist ein Basketballkorb am Jugendraum, den wir mit eintragen, weil das Leute zum Teil gezielt suchen. Wir nennen das Ganze Basketballkorb, damit die Leute wissen, dass man da nicht richtig. Was mache ich denn hier? Dass man da halt nicht auf mehrere Körbe halt spielen kann, aber man kann halt einfach Bälle werfen. Ne? Basketballkorb am Jugendheim. Und hier machen wir dann Basketballfeld. Das kann ja dann schon Leuten helfen, die sich da irgendwie sportliche Aktivitäten hingeben wollen, diese Sachen zu finden. Deswegen kommt der auf Maps mit dazu. Rums, machen wir fertig. Zack. Und dann schicken wir das weg und gehen dann hier wieder zurück. Und hier haben wir, oh, du musst da bleiben, einen super top Waypoint, der hoffentlich schnell zur Entstehung gelangt. Was habt ihr sonst noch? Eine Seilscheibe, den Sportplatz haben wir gerade schon gesehen. 900 Jahre. Diesen 900-Jahre-Stein kann man als Sehenswürdigkeit für Maps hinzufügen, wenn man am Ort als Google Local Guide aktiv ist. Gärtnerei ist mein Yoga. Viele Spaziergänger laufen an der Kreuzung vorbei und dieses Rad in der Öffentlichkeit ist ein besonderes Highlight seit Jahren. Aufgrund des verkehrsruhigen Bereichs fahren Autos vorsichtig entlang. Der Stopp als Arena würde spielen. Gärtner ist mein Yoga. Yoga, Gärtner, das Fahrrad ist da fest installiert. Hat sogar zwei Reflektoren und eine Klingel. Ja, das ist so ähnlich. Ich zeige es mir hier nochmal. Sieht man da das Fahrrad hinter der Hecke?
Die Hecke könnte höher wachsen. Da habe ich jetzt auch ein ganz schlechtes Gefühl bei dem Ding. Muss ich mal offen zugeben. Also, ich habe hier Leute sagen immer, man soll allen Schrott durchwinken, damit die Leute glücklich sind. Aber ich bin mir nicht so sicher. Was habt ihr hier denn sonst? Ihr habt doch hier ganz tolle Parkplatz. Holunderweg. Holunder ist lecker. Holunder ist toll. Kinderspielplatz am Hamberg. Ich habe da ein Problem mit, ehrlich gesagt, mit der Skulptur. Andererseits hat man zum Teil so Baumarkt-Quatsch, der da mit reinkommt. Das ist, ich mache mich da mal 2 Sterne. Ablehnen will ich es nicht, aber wir wissen, dass es da ist. Das müssen wir dem zugestehen. Schnell weg, damit wir uns damit nicht weiter beschäftigen müssen. Infotafel Musikverein Oslo. Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung. Musikverein, das ist so ein Sportverein. Bumsi Bums. Zack, zack. Diese Reflexion übrigens, ne? Es gibt Leute, die sagen dann Sender identifizierbar oder sonst irgendwas. Quatsch. Totaler Quatsch. Ne? Von daher Histo-Dings, Bumskirchen, ne? Das ist ein Hinweis. Ne, wir machen bald auch hier einen Sportverein. Sportverein. Diese Reflexionen sind total unschädlich. Derjenige, der das eingereicht hat, der hat das ja mit Absicht gemacht. Und von daher ist es so, dass bei den Kriterien steht irgendwas von wegen, wenn Gesichter erkennbar sind, Identifikation hast du nicht gesehen. Aber hier ist voll eingewilligt, dass das durch die Einsendung konkludent gesagt, ihr verwendet das Bild so, wie ich es reinschicke. Das ist ganz toll. Und dann machen wir das auch so. Na, hier wollen wir dann hier gucken, wo dieses Ding sein könnte. Und hier hast du offensichtlich einen Vorbau, wo du drunter klettern kannst, um das einzureichen. Hier geht es um die Ecke. Hier sehen wir Stadtverwaltung. Das ist also in dem Gebäude. Hier ist auch eine Rampe für Rollstuhlfahrer. So kann man es machen. Sowas sollte man häufiger andenken. Zum Beispiel bei uns in der Region. Bei einigen Gebäuden, weil ich glaube, das ist noch eine relativ kostengünstige Lösung. Das hier sind aber keine Elektroroller, die da rumstehen. Ne? Diese Elektroroller, die sind bestimmt praktisch, wenn man da irgendwie was machen will. Hier müssen wir mal ganz kurz gucken, wo hast du nur diese Rampe da gemacht? Da sieht man ja überhaupt gar nichts von der Rampe. Hier ist eine Rampe, die man da sehen kann. Kippt das? Komisch. Ist hier eine Rampe? Da ist noch ein Schatten jetzt. Oh Mann. Dreh das. Können wir nicht sehen. Können wir nicht sehen. Können wir nicht sehen. Können wir nicht sehen. Da muss irgendwo, man muss irgendwie um eine Ecke rumgehen können, um diese Informationstafel sehen zu können. Hier sind einfach nur Fenster und dann Informationstafel. Hier sind einfach nur Fenster und dann wäre hier die Informationstafel. Dann wäre der Pöppelchen irgendwo hier. Ne? Und ich hoffe, dass es zur Entstehung gelangt. Muss man gucken. In der Ruhe liegt die Kraft. Ne? Also mitten ins Gebäude ist immer ein bisschen schwer, weil man da nicht weiß, ob man da so. Also man kann Waypoints in Gebäude setzen, aber die öffentliche Zugänglichkeit muss gewahrt bleiben. Hier haben wir eine grüne Wiese. Ich hoffe, dass wir hier diesen Turm gleich, dieses Silo-Ding finden. Das ist eine Informationstafel. Informationstafeln, ne? Für Feuerwehr und Rotes Kreuz, ASB, Johanniter. Diese Informationstafeln sind so aufgestellt, dass die Leute, die das aufgestellt haben, bedacht haben, dass es einen Ort gibt, wo sich Spieler oder wo sich Personen längere Zeit aufhalten können, um sich zu informieren. Das heißt, da wird dem Bewerter das so ein bisschen abgenommen. Weil das ist so gedacht, dass man da steht, ne, und liest. Und dann kannst du auch auf deinem Handy rumdrücken und Fotos machen und einreichen und sonst irgendwas. Dieser Standpunkt behindert daher auch keine Rettungskräfte. Das ist ausgeschlossen. Und hier gucken wir jetzt mal, ob wir dieses Silo finden. Und das sieht schlecht aus. Das ist ja mal blöd. Wie soll das? Das soll eine Straße runter fotografiert sein.
Und hier hast du dann, da ist es. Ach, da fein gemacht. Da ist es. Aber von da aus, also wir sehen unten das Silo vom Foto. Hier soll der Wegpunkt sein, aber du kannst hier keine Sichtlinie herstellen. Deswegen muss dieses Ding irgendwo anders sein. Es ist wahrscheinlich hier. Wir gucken nochmal auf dem Foto ein bisschen genauer nach. Wir sehen hier einfach nur so eine Buschkante und dann das Silo-Teil da. Das heißt, wir haben hier so eine schöne Buschkante und sehen da das Silo dann darunter. Das heißt, wir machen einen neuen Standort und schieben das mal ganz fein hier hin. Und dann könnt ihr da eure Feuerwehr-Informationskastenportal bespielen, wenn es denn schnell zur Entstehung gelangt. Was ich hoffe. Diese privaten Dinge, wir können ja auch Gedächtnisbänke durchwinken, hängt an der Wand, kann man wahrscheinlich nicht erreichen, ne, dass man da hochklettert wie Spider-Man. Aber es gibt einen Platz, wo man davor stehen kann, dann guckt man. Und wir sehen an diesem Gebäude, die Verklinkerung ist identisch. Ne? Das heißt, von daher ist das hier da aufgenommen worden. Das hilft uns dabei, später, wenn wir das Bild groß gemacht haben, diese Hinweise zu verwerten, um das zu lokalisieren. Wir gucken erst noch mal unten, da sehen wir nichts weiter. Relativ kleiner Ort, freut sich also auf jeden Fall, wenn es da ein paar Informationen gibt. Leider kein Street View, das hätte an dieser Stelle schon sehr geholfen. Und da können wir schon mal die Straße ein bisschen runter gucken. Hier unten teilt sich das ist Kleiststraße. Hier unten teilt sich die Straße, hier hast du ein Quergebäude und das hier ist einfach nur verwinkelt. Und da blicken wir in Richtung Kirchturm, der relativ weit weg ist. Hier hast du es irgendwie so ein bisschen verwinkelt, aber das sieht doch, das guckt dann so rüber. Gucken wir mal für die Kirche. Das ist die Kapelle. Hat den Türmchen, die hat auch ein Türmchen, die Kapelle. Das heißt, das ist dort für 5 Sternchen. Und das ist ein kleines Denkmal und das hat auch einen sicheren Zugang, weil man davor stehen kann. Wir machen uns da keine Sorgen. Denkmal der gefallenen Söhne ist ein besserer Titel, als man den sonst so erlebt. Gucken wir mal, verorten können wir es hier direkt nicht. Es ist nur sehr wahrscheinlich, dass es da ist, wie man an diesen Wege und Bepflanzung erkennen kann. Hier auf dem Foto sehen wir aber nicht genügend Informationen, um es dann da verorten zu können. Das heißt, wir lassen das auch von vornherein sein. Wir winken das einfach durch und gehen zum nächsten. Ne? Wasserpumpe, Westernplan. Wasserpumpen haben aus irgendeinem Grund eine eigene Bezeichnung bei diesem Ding. Deswegen können die auf diese Dings. Warum Wasserpumpen? Hinweisschild, Ortsschild. Können wir sie denn sehen, die Wasserpumpe? Hier sehen wir grün, das ist wahrscheinlich, damit man da die Bäumchen gießen kann, oder? Im Winter. Hier hast du oh, eine Zeile mit Häusern und hinter einer Mauer. Hier hast du eine ganze Zeile mit Häusern hinter einer Mauer. Das kann sein, ich mache mal 4 Sternchen. Und hier kannst du dann gleich mal gucken. Es gibt Wasserpumpe als Objekt, was du da. Bitte schön, viel Spaß damit. Trink schön leckeren warmen Tee. Bunte Wandfische. Das ist doch ein religiöses Wandbild, weil die Fische ja Wegweiser sind. Wenn man es so sehen will. Wenn man es so sieht, dann kann man sagen, ja. Wandbild, genau. Kunstwerk, Wandbild. Wo sind denn die Fischchen? Kannst du machen. Rums, rums, rums. Das kann meinetwegen auch an der Mauer von irgendeiner Schule sein. Weil das Kunst ist, die man von einem öffentlichen Bereich aus betrachten kann. Hier ist es schön aufgenommen. Wir sehen nämlich das Portal nochmal und hier ist so ein runder Weg mit so einem Park. Da wissen wir jetzt erstmal, ob das da sein kann oder nicht. Und hier siehst du keinen runden Weg, aber hier könnte so ein runder Weg rumgehen. Oh, oh, oh. Ja, oder da sogar. Machen wir dann mal, dass wir hier runterpöpseln. Das Ding ist da, das geht hier um die Ecke. Machen wir 4, weil wir es hier nicht so. Ach, wir können es ja wahrscheinlich sogar sehen, wenn wir drehen, ne? Jo, da sind's. Kriegs 5. Absenden. Viel Vergnügen. Schwarze Verschau. Oh, ist ja eine lustige Kuh, oder was soll das sein? Zack, zack. Ein Hirsch. Würde der Harzer sagen.
Ein Hirsch an der Wand. Ich finde, wenn das richtige Geweihe sind, ne, das hier sieht so ein bisschen aus wie, als ob man das so komplett kaufen kann. Bei uns im Harz gibt es richtige, ganz echte von so Schädelknochen mit Hörnern dran. Die sind auf jeden Fall Wegpunkte. Das hier hat zwar auch so ein bisschen. Kolorit, also so ein bisschen, ja, ist nicht komplett abwegig. Die Sache ist nur, kann es da sein? Wir sehen hier so einfach nur diesen Giebel, diesen Holzgiebel. Und da haben wir einen Zaun und da haben wir einen ganz schmalen Giebel und ein vorstehendes schmales Haus. Hier, da oben. Und das fehlt hier. Ach, da ist er. Da ist der schmale Giebel. Da ist der schmale Giebel, der zu dem Hof sich neigt. Und dahinter, das identifiziere ich dann als schmales Haus. Es kann da sein. Dann wäre dieser, das hat er natürlich dann direkt auf diese Pöppel gebracht. Dann packen wir das hier mal schön auf den Bürgersteig. Von da aus kannst du immer noch gucken, machen wir hier so ungefähr hin. Nee, das Ding ist hier. Das Ding müsste dann sogar da sein. Das ist so schräg runter fotografiert, dass man das da sehen kann. Und das hier befindet sich an dem kleinen Giebel quer zum Fürst. Hier ist der Fürst. Wir sehen auch die beiden Schornsteine. Oder einen der beiden Schornsteine. Und das Ding hängt da dran und dann kannst du es von da aus betrachten. Ne? Wegweiser, Badehotel Bombergturm, das hier ist ein Wanderweg und das hier ist Wanderweg. Das alleine reicht aus als Wegpunkt. Ne? W1, Badehotel. Und das hier ist nochmal ein schönes Hinweisschildchen. Ne? Das ist ein Top-Waypoint im Außenbereich, der natürlich dringend auf die Karte muss. Im Außenbereich haben wir immer so ein bisschen das Problem, hier wird es schwierig mit dem Verorten. Ne? Hier würde sich ein Street View-Bild ganz gut machen. Ne? Weil man dann vielleicht die Wegeabzweigung sehen kann und dann das darüber vielleicht ein bisschen verorten kann. Außerdem macht Street View auf Maps die Leute neugierig auf die Region. Vor dem Hintergrund immer noch mal eine Bubble machen. Hier hast du eine Feuerwehr mit einem Feuerwehrwappen. Die haben offensichtlich Papageien in ihrem Wappen und ein Garagentor. Stellt sich die Frage, ob dieses. Das wäre direkt vor der Ausfahrt. Hier bin ich mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht Rettungskräfte behindert. Behindertenrettungsdienste. Machen wir mal besser nicht diesmal. Ein Schmeilingfisch. Da ist auch ein Schmeilingfisch. Das sind ganz viele Schmeilingfische. Da haben wir ja wieder unseren religiösen Wegweiser, ne? Der da als Wandbild auch um. Ach, wir haben ja aber schon so einen Schmeilingfisch. Der Schwan und der Reiher. Wir wollen jetzt nicht jedes einzelne Ding da einreichen. Das wollen wir nicht. Wir machen hier jetzt Markus Duplicate. Ne, eins auswählen, einreichen, dann geht das. Niederwachsen. Sehen wir es hier nochmal? Ja. Da hat sich also jemand einen Niedersachsenzossen an die Tür getackert. Jo. Ist ja wahrscheinlich sogar da, wenn man sich hier diese Mauer anguckt. Angeschnittenes Gebäude mit quer so schräg runter fotografiert. Befindet sich da. Bitteschön. Liebchenberger. Der Hund ist Beiwerk, der zählt nicht. Der Hund ist nicht das der Wegpunkt. Ne? Der Hund sieht allerdings lustig aus. Ich würde sagen, das ist ein Aussichtspunkt, den du da eingereicht hast. Ne? Das ist ein Aussichtsdingsbumskirchen. Sieht ganz, ganz fein aus. Sehr schön. Perfekt. Super.
Da haben wir noch mal Moppel. Nee, das ist ein anderer Moppel, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Auf der Bank sieht der Hund ein bisschen moppelig aus, oder? Der hat aber Spaß, glaube ich. Aber der Hund ist nur Beiwerk, der ist zufällig da. Zack. Ich hoffe, dass das zur Entstehung gelangt, weil es ein sehr schöner Aussichtspunkt ist. Von da kann man sehr schön gucken. Schutzhütte, öffentlicher Platz, ist im Außenbereich sehr wichtig, dass sie auf die Karte kommen, weil die halt tatsächlich auch Schutz bieten können, die Schutzhütten, ne? Also von daher, und da hast du auch noch direkt eine Baustelle nebenbei, was willst du mehr? Also da würde ich sagen, machen wir auch Hütte, bitteschön. Schnell auf die Spielfläche kommen, bitte. Mit diesem Kram. Bolzplatz, Lindenberg-Siedlung, öffentlicher Fußballplatz in der Lindenberg-Siedlung. Das ist ein Fußballplatz, das ist korrekt. Wir sehen die Tore ausgezeichnet eingereicht. Fußballplatz kriegt hier nur drei. Was machen wir denn da? Sportplatz. Gucken wir mal. Bum, 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 bum. Und da sehen wir den Fußballplatz. Es soll ja ein Fußballplatz sein, ne? Dann packt das doch auch gefälligst dahin, dass die Leute da mehr Spaß dran haben, sich auf dem Fußballplatz aufzuhalten. Aber irgendwas irritiert mich hier. Was ist denn hier? Nee, das ist schon alles ganz öffentlich. Grundschule Dings, gehört das zu der Grundschule? Gehört das zu der Grundschule? Das gehört zu der Grundschule. Ist er denn öffentlich in dem Sinne, dass man außerhalb der Schulzeiten da hingehen darf? Wenn er das ist, kann es ein Wegpunkt sein oder kann zur Entstehung gelangen? Ich glaube, das gehört mit zu diesem Wohnarealgebiet, dass man da spielen kann, ehrlich gesagt. Hier nochmal gucken, da ist der Zugang. Zack, hier ist es offen. Kann es nicht genau sagen. Ich hätte gedacht, dass hier ein Zugang besteht. Aber nichts Genaues weiß man nicht genau. Grundschule Lindenberg-Siedlung. Ich mache das hier als Schule nicht mit rein, weil wir keinen Nachweis haben. Da müsste ein Schild sein. Benutzen außerhalb der Öffnungszeiten oder so, ne? Dann kannst du es mit reinbringen. Froschteich, warum hast du nicht die Brücke eingereicht? Da ist eine Brücke. Komm, du kriegst eine Brücke. Fußgängerbrücke. Zack, zack. Zups, 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 rums. Was machst du hier? Wir können sie sehen. Auch kommt durch. Na? Willkommensschild mit Wappen und einer schönen Schneefläche, die dazu einlädt, da rüber zu flanieren. Ist Platz, um sich dort aufzuhalten. Ist ein Willkommensschild. Sehen wir es denn auch? Ja, wir können es sehen. Wunder, wunderbar. Reicht noch mehr von diesen Willkommensschildern ein. Am besten auch mitten aus dem Ort. Hydrant ist nix. Profan, langweilig. Profan, hinfort, weiche, Hydrant. Das hier könnte man gelegentlich mal anders schreiben. Ne? Was haben wir denn da? Irgendeiner, der da irgendwie, irgendwas, was ist denn das sonst für ein Gebäude? Visierkunst, was haben wir da sonst noch? Das ist ein Friseur. Rums. Sehen werde ich hier irgendwo. Du bist da. Wir können dich sehen. Da. Ja. Ich finde es nicht so super geil, aber ihr habt noch nicht so viele Portale. Deswegen kann es mit auf die Spieloberfläche kommen, denke ich mal einfach so. Sitzecke am Ortsausgang, öffentlicher Platz. Zeigen. Du bist dort. Du bist ein öffentlicher Platz.
Die gibt es halt auch in kleinen, die öffentlichen Plätze. Gerade in so einer ländlichen Peripherie-Region hier bei diesem Dings. Ne? Machen wir das so ganz fein. Viel Vergnügen mit dem neuen Wegpunkt. Hexenhaus. Woher wissen wir, dass da die Hexe wohnt? Ist das nicht eher so ein Piffi-Puffi-Haus? Hütte liegt am Naturdenkmal ist. Das ist halt einfach nur ein schabrackiger Schuppen. Ist das was, wo man sagt, komm, wir gehen mal zum Hexenhaus? So zum Hingucken. Es kann vielleicht Leute zu animieren, Aktivitäten draußen zu machen. Ne, also von daher ist das eine Geschichte, wo man dann sagt, wieso genehmigt er das? Das frage ich mich auch gerade. Weil diese Dinge dich dazu animieren, da rauszugehen. Spielplatz am Sportplatz bis 14 Jahre. Da wäre dieses Bild vielleicht ein bisschen günstiger gewesen, das da reinzubringen. Fasst euch nicht ins Gesicht, tragt einen Mund-Nasen-Schutz, hustet in die Armbeuge, viel lüften, ganz viel lüften, mehrfach täglich am besten. Und richtig lange, damit dann das immer schön kühl wird bei euch. Und Spielplatz am Sportplatz. Hier ist auch noch ein Spielplatz und hier ist auch ein Sportplatz. Da alles hier. Hier sieht man auch Spielgeräte. Das ist ein, kaum kriegst du da einen Spielplatz, da, Bums, im Sportplatz. Da hätte man echt ein bisschen gucken können, dass man vielleicht ein Spielgerät in Szene setzt. Aber es wird sich auf dem Scanner auch ganz gut machen. Was hatten wir denn hier unten überhaupt? Was ist denn das Sportheim des Dings? Dann gehst du auf Google. Haben wir das hier? Spielplatz am Sportplatz. Gucken wir mal, was hier ist. Haben wir nicht. Unten die Kauleiste kann man immer noch mal aufrufen. Hier hast du Sportplatz. Das sind auch Leute, die machen da Sport. Das ist ja irre. Das könnte mir nicht passieren. Was haben wir da? Wir machen hier Spielplatz am Sportplatz, ne? Platz am Sportplatz. Und du bist ein Spielplatz. Bums die Bums und dann machen wir hier, dann machen wir da Satellit und dann kommt es da ganz genau auf diese Spieloberfläche und alle sind glücklich. Yes! Aber dann nochmal einen verbraten. Ne? Und wir hatten eben gerade hier noch was anderes, wo wir dann gleich mal ganz kurz gucken wollten, weil die hatten hier nämlich auch ein Mahnmal gegen Krieg und Gewalt. Und da interessiert uns, ob das auch auf Maps vorhanden ist. Und da hast du die Gedenkstätte. Sehr schön. Sehr schön. Reicht das mal immer schön für Maps an diese Dinge. Sportlerheim Parey, Sportlerheim, ne, da hast du ein Blechschild, das ist ganz wichtig. Das ist doch ein Sportlerheim, da machen wir doch einen Sportverein drauf. In die Armbeuge habe ich doch gerade noch gesagt. Wie schade. Und nicht ins Gesicht fassen, hatte ich doch auch gesagt. Sportplatz Parey, zeig uns mal dieses Schild. Sportforum Pfarrei Elbe und da haben wir jetzt Sportlerheim Pfarrei Elbe ist ein Flachdachgebäude. Das ist doch dann hier, was heißt nur da? Pfarrei New York ist das, Graffiti Jugendhaus. Das ist doch ein Flachdachgebäude, das Ding ist doch dann hier irgendwo da am Sportplatz. Da soll man das von da drüben angucken oder was? Nee, es ist kein Flachdach, es ist ein giebeliges Giebelgebäude. Wow. Das ist nicht richtig verortet. Das ist ja wohl klar, ne? Kann man das hier kippen? Das ist aber allerdings auch ein Giebelgebäude. Es könnte das hier sein. Oder eins von denen hier. Hier ist ein kleiner Vorsprung. Wo der Eingang ist, der könnte hier durch Gewächse verdeckt sein. Diese Tribünendinger da zum Unterstellen sind es jedenfalls nicht. Das ist es nicht. Am wahrscheinlichsten würde ich sagen, ist es das hier. Da ist es jedenfalls nicht. Wir hauen es weg. Stopp, abbrechen. Street View. Irgendwo hier Street View. Nee, nee. Kann man nicht verorten. Muss dann nach Hause gehen.
Pech gehabt. Können wir so nicht machen. Wir checken mal ganz kurz. Oh, wir sind seit über einer Stunde. Zeigen. Ist wahrscheinlich so fotografiert, dass man diese Dinger nicht lesen kann, ne? Aber das kommt hin. Hier siehst du das. Bums. Ist ein historisches Grabmal. Kann auf die Spieloberfläche kommen, von daher. Ist dann ein High-Quality Waypoint dann dabei auch sogar. Und hier gucken wir mal, wie es aussieht. Hier müssen wir für 2 Sterne oder für 3 Sterne raten. Da kann man nur hoffen, dass es hinkommt. Ehrlich gesagt. Gut, lassen wir mal so. Wir gucken mal, wie weit wir jetzt sind im Augenblick gerade mit unserem Blurry-Foto. Sehr schön. Können wir das noch ganz schnell ablehnen? Das geht auch dann einfach weg. Peiner Eule. Wie peinlich. Die Eule. 29. Wollen wir die Eule noch ablehnen? Nee, wollen wir nicht. Die guckt ganz fies. Die ist ja gemein, die Eule. Komm, du kriegst 3. In der Hoffnung, dass wir hier mal gucken. Hier siehst du markante Architektur. Bums, du bist eine Skulptur. Die Eule ist aber schon auf dem Dings. Duplikat. Absenden. Da, 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 da. Ich werde übrigens einmal zusehen, dass ich dann eventuell die Birdie-Cam wieder einsetze, ne? Damit man hier vielleicht mal ein bisschen Einblicke in The Wood hinter dem Fenster bekommt. Da kann man vielleicht das Reh sehen oder vielleicht ein paar lustige Vögelchen, die unterwegs sind. Wir bewerten fleißig weiter. Reicht fleißig ein. Bewertet fleißig auf Wayfarer, damit wir eine coole Spieloberfläche kriegen. Und vielen Dank fürs Gucken, sage ich dazu nur. Teilt das Video in euren sozialen Netzwerken. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video.